Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Hearthstone. So, ja, beim letzten Mal hat man gespielt gegen zwei Leute und haben beide Spiele verloren. Und jetzt wollte ich mir mal die neuen Karten kurz anschauen, ob wir die vielleicht in unser Deck reinnehmen. Hier hätten wir einmal Zorn. Was? Der rechten Maustaste, um sie genauer anzusehen. Fügt einem Diener 3 Schaden zu oder fügt einem Diener 1 Schaden zu und zieht eine Karte. Aha, wir können wählen. Aber es ist der Druide. Für den Mage haben wir nichts Neues. Der Paler hat eine neue Karte. Und hier haben wir 3 neue Karten. Da überlege ich. Wenn Armani Berserker fragt, du laberst mich an, ist die korrekte Antwort. Nein, Mann. So, der Wutanfall plus 3 Angriff. Die werde ich mal mit reinnehmen in das Spielchen. Und was nehme ich denn da raus? Den hier. So. Dann haben wir noch neue Karten. Wie konnte ich denn jetzt hier immer nach rechts? Genau. Sind die anderen 2 neu? Nein, nein. Na, ach ja. Kostet weniger für jeden Angriffspunkt. Nee. Zieh ein. Nee, lass mal erstmal. So, fertig. Deck zusammengestellt. Und ich würde sagen, wir tun nochmal heute ungewertetes Schlachtfeld hier. Tun nochmal unseren Mage ein bisschen trainieren. Dann schauen wir mal, gegen wen wir jetzt antreten. Ich hoffe nicht schon wieder hier gegen Jaina. Wir sind ja zweimal gegen eine Magierin. Vielleicht mal jemanden, den wir schon beim Üben besiegt haben. Würdiger Gegner. Jaina gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke. Nun denn, diesmal Baphomet. So, wer hat denn, das sind eigentlich gute Karten soweit für den Anfang. Unser Zug, der beendet seinen direkt. Das ist jetzt aber putzig. Zwei Diener mit Spot dabei oder hauen wir dem direkt eine rein. Ach komm. Ne, wir heben uns nur für diesen Zug. So. Okay, Standard. Also ich glaube auch, was ich vielleicht aus dem letzten Mal so einigermaßen mitgenommen habe, ist, es reicht nicht, sich auf Spotkarten zu verlassen oder auch nur den hier anzugreifen. Man muss ja auch die Monster hier loswerden, irgendwie. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Das war's. So, jetzt hat er erstmal meine Schilde durchbrochen, ist okay. Das Dingo! Ja! Jetzt das hau ich ihn weg. Am besten ist, ich hau die weg erst. Na, was soll ich machen? Gut gespielt.
Nehmt das! Oh oh. Oh Mann, ich habe das Gefühl, wir verlieren jetzt heute wieder hier. Das kann aber nicht wahr sein. So eine Scheiße hier. Das war's. Gut gespielt. So. Jetzt habe ich hier eine Nachricht gekriegt, das ist gerade gar nicht schön. Nehmt das! Alter, der macht uns hier platt. Das gibt's ja wohl nicht. Ruckzuck eiskalt. Oh, da habe ich echt fehlgespielt hier. Was mache ich denn falsch? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Das war echt eine ganz schlechte Niederlage. Da nochmal. Ach, sind das jetzt echt nur Magier? Jetzt haben wir drei Runden hier gespielt, alle drei verloren, jedes Mal gegen Magier. Jaina gegen Thrall! Eure Zeit ist gekommen. Ihr habt es so gewollt. So, endlich mal was anderes als Mage, als Gegner. So, nur für diesen Zug. Das würde ja bedeuten, wenn ich die jetzt nicht einsetze, verschenke ich die. Ist doch richtig. Einsatz bereit! Oder ich. Ah, wir können ja mal testen. Mal sehen, ob die Karte unten verschwindet. Müsste sie ja eigentlich. Oder. Nee, nee, lebt. Okay. Fügt allen feindlichen Dienern 1 Schaden zu. Zünd ich das jetzt schon? Das kann ich ja jetzt noch nicht zünden. Wartet mal. Ziehe 2 Karten. So, okay. Und dann nehmen wir die erstmal aus dem Spiel. Und fertig. Jetzt habe ich die aus dem Spiel genommen, weil die mit 2 Angriffspunkten halt eins mehr hat wie die und ich konnte ja nur eine wegnehmen. So. Spot. Am besten ist... Das Ganze einmal so zu machen. Und dann einmal so und dann erstmal auf fertig zu gehen. Jetzt fängt er sozusagen wieder bei 0 an. So, was? Ich bin ja dran. Oh, sorry, Spielereien und so. So, 4 habe ich. Verursacht 6 Schaden. Nee, doch. Da würde ich ja fast behaupten, oder ich nehme die Spotkarte. Erstmal habe ich immer noch 1. Fehler. Es tut mir leid, dass das geschehen ist. Das war's. Aber jetzt haut der mir wieder die Punkte rein, ne? Das ist, glaube ich, klar. Und nochmal 2. Naja. Verständlich.
So, jetzt habe ich 5, da werde ich am besten allen Feinden. Nee, nee. Dann habe ich 2. Am besten ist. Ich frage mich. Das Dingo! Ja! So. Nur ich und Herr Beißerchen. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ruf 2 Diener mit Spot. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Spotkarte. Das ist eine starke Spotkarte. Fügt allen Feinden 1 Schaden zu. Das werde ich jetzt auch, glaube ich, zünden. So. Immer noch 4. So. Also ich habe jetzt ihn direkt wegen der Lebenspunkte, weil der muss jetzt eh erstmal hier alles durchbrechen. Sie werden nicht wissen, wie nicht schlecht. Spot, jetzt habe ich hier 2 Spotkarten und immer ziehe 7. Dann nehme ich die mit rein. Ne, wartet mal, ich nehme die hier rein. Ne, dann habe ich. Das verschenke ich ins. Ich mache das so. Das war's. Oh, verwandelt ein Gegner in ein Schaf. Das ist aber schön. Die Tore sind geöffnet. Da haben wir doch die Karte, die ich in ein Schaf verwandle. Ich hoffe, dass der mir den jetzt nicht platt macht hier. Doch, macht er aber. Schade. Okay. Das ist ein. Stellt am Ende des Zuges bei allen befreundeten Dienern ein Leben wieder her. Okay. Das ist schlecht. Achte. Am besten ist. Ja, ich verwandle den erstmal in ein Schaf. Und kick den raus. Ach, scheiße. Und da habe ich immer noch 2, die ich jetzt verschenkt habe. Also er kann nur damit angreifen. Legt euch nicht mit Zahner an. Und damit wird er den Spot angreifen. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Ich muss die hier rauskicken. Ja. Jetzt habe ich noch 5. Oder nehme ich die? Ich muss die ja loswerden, aber die auch. Das war's. Hätte er die nehmen sollen, wa? Weil er kann immer wieder mit 4 angreifen. Besser wäre das mit eben. Scheiß. Jetzt setze ich auf alle Fälle die Karte. Sind geöffnet.
Legt euch nicht mit Zorn auf. Das war's. Ich muss erst die Karte dann hier rauskicken. So. Was machst du? Na? Für den König! Für den König! Alter, wie viel? Der hat glaub keinen Platz mehr. Ja. Geht hinter mir in Deckung. So, jetzt hau ich erstmal den seinen scheiß Totem hier weg. Spüre meinen Stahl. Ich muss den Diener mit Spott. Ach, das hier hinten. Fuck it. Naja, er kann nur inne setzen. Plus 3 Angriff. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Spüre meinen Stahlschwein. Ja, zum Brechen. Das war's. Ja, jetzt habe ich verloren. Der kann direkt meine Punkte angreifen. Ja, ich bin echt am Überlegen, die Strategie zu ändern irgendwie in irgendeiner Form. Wenn man es das so ansieht, wie die anderen so spielen. Oder habe ich gar keine Strategie? Ist natürlich auch so eine Sache. Der kann meine Lebenspunkte direkt. Ich weiß nicht, was der hier für einen Affentanz macht. So. Für Nasia, das war ein Fehler. Ja. Jetzt denk nach. Ach, Kacke. Wen soll ich töten? Ich muss hier. Das war's. Dieses Tote mir. Naja. Jetzt haut er meine Lebenspunkte weg. Die Elemente werden euch vernichten. Nicht schlecht. Ja, ich merke schon, wir müssen noch echt üben. Wir haben Gold erhalten. So, zurück. Was kann ich mit dem Gold machen? Ihr habt genug Gold, um euch eine Profi-Packung zu kaufen. Schaut gleich einmal im Shop vorbei. Das mache ich doch aber erst. Obwohl, machen wir es gleich, Leute. Na, Shop. Wie komme ich denn? Hier, Shop. Eine Packung. Zwei Packungen. Ach, hier kostet dann alles Geld, ne? Naja, machen wir doch einfach mal so. Sollte doch besser Qualität kaufen. Kauf abgeschlossen, okay. Habe ich da jetzt schon, oder nicht? Kauf fehlgeschlagen. Achso, sie haben nicht
Fehlt, wird gar nicht angezeigt auf 0. Na gut, Packungen öffnen, das machen wir da auch noch gleich. Mindestens eine ist von seltener Qualität. Das war die hier schon, der Schamane. Zieht hier ist meine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt. Der Schamane, okay. Alles nur für kein Mage, nichts dabei. Vorerst. Gut, fertig. So Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle hören wir erstmal auf für heute und dann würde ich sagen, wow, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt ja mal gerne, ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt, muss man vielleicht meine Taktik komplett überlegen, aber könnt ruhig mal gerne mal einen Tipp schreiben über das Vorgehen, ne, weil vielleicht werde ich auch mal eine andere Klasse probieren wie den Schaman oder so, oder ein Dudu oder ein Priester, ah, mal schauen. Für heute ist erstmal Feierabend. Also dann Mädels, macht's gut und tschüss. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten herausgewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone. Heroes of Warcraft.